So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. 2009. US-Präsident Barack Obama wird vereidigt. Deutschland erholt sich langsam von der Wirtschaftskrise und Porsche stellt am 19. April in Shanghai seine vierte Baureihe vor. Der Aufsichtsrat der Porsche AG gab grünes Licht für den Bau der vierten Baureihe. Der Name des Fahrzeugs lautet Panamera. Es handelt sich um ein für Porsche vollkommen neuartiges Fahrzeug, ein sogenanntes Sportcoupé. Als Neuling im Luxussegment hat der Panamera starke Konkurrenz. Mercedes, Maserati, Jaguar, um nur einige zu nennen, sind mit starken Autos in dem Segment vertreten. So ist von Anfang an klar, der Panamera muss sich von der Konkurrenz deutlich absetzen. Wir sind fest davon überzeugt, dass man die hohen Erwartungen, die man an einen Porsche setzt, auch mit dem Sportcoupé erfüllen kann. Und bezüglich Fahrdynamik und Performance werden wir die klassischen Porsche-Gene in die Zukunft tragen. Fahrdynamik und Performance, zwei Kernkompetenzen der Ingenieure im Entwicklungszentrum Weissach. Die Erfahrungen aus jahrzehntelanger Sportwagenentwicklung wie dem 911er fließen in den Panamera. So entsteht ein luxuriöser Viertürer mit Sportwagen-Genen, eben typisch Porsche. Und zum Luxus gehört beim Panamera vor allem auch großzügig Platz zu haben. Obwohl ich über 1,80 Meter groß bin, habe ich Kopffreiheit über eine Handbreit über dem Kopf. Genauso großzügige Ellenbogenfreiheit, Armfreiheit und Beinfreiheit. Diese Freiheit im Innenraum mit dem Porsche-typischen Design zu vereinbaren, war eine Mammutaufgabe für das Team rund um Michael Mauer. Und diese Kombination aus hinten den nötigen Kopfraum schaffen, einer Fließheck-Anmutung und das Ganze unter 5 Meter, da würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, das war einfach für den Designbereich. So entstand ein Heck mit spät abfallender Dachlinie und eine Limousine ohne klassischen Kofferraumdeckel. Neben vielen positiven gab es dafür aber auch kritische Stimmen aus der Presse. Ich gebe auch gerne zu, dass die reine Seitenansicht des ersten Panameras nicht unbedingt die Schokoladenseite war, aber dem Fahrzeug eben auch sofort eine ganz eigene Charakteristik gegeben hat. Und das würde ich höher bewerten, weil damit das Fahrzeug seinen eigenen Platz gefunden hat. Es war eben nicht noch eine Limousine wie alle anderen. Und der Erfolg gab Porsche recht. Die erste Generation des Panamera wurde über 160.000 Mal verkauft. Das war extrem wichtig für das Unternehmen, weil Porsche rund 1 Milliarde Euro in die Entwicklung und Produktion des Fahrzeugs gesteckt hatte. Für die beiden Generationen des Panamera wurde der Porsche-Standort Leipzig über die Jahre hinweg mit über 100.000 Quadratmetern und 1.200 Mitarbeitern ausgebaut. 2016 kam die zweite Generation des Panamera mit deutlich geschärftem Design auf den Markt. Ein Jahr später folgte der Panamera Sport Turismo, der nochmal mehr Platz für Passagiere und Gepäck bietet. Auch technisch hat sich einiges getan. Das Topmodell mit 680 PS ist jetzt ein Hybrid. Heute ist der Panamera fester Bestandteil der Porsche-Familie. 2018 hat Porsche über 38.000 Einheiten verkauft. Damit gibt man sich aber nicht zufrieden. Die Arbeiten an der nächsten Generation laufen schon auf Hochtouren. Und die spannende Frage wird natürlich sein, wie ein Nachfolger von einem Panamera bezüglich der Antriebstechnologie sich weiterentwickelt. Und die Frage, die muss sicherlich Porsche in den nächsten Jahren oder vielleicht sogar Monaten beantworten. Doch egal mit welchem Antrieb, die Erfolgsgeschichte des Panamera geht weiter.